Viele sagen ja, das ist das schönste Rathaus überhaupt auf der Welt. Es ist das Rathaus von Michelstadt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Hessentipp vom Weihnachtsmarkt in Michelstadt. Bernd Sievert, Weltmeister der Konditoren und Weltkonditor des Jahres 2015. Ich kann es doch. Danke, aber trotzdem. Und offizieller Botschafter der Stadt Michelstadt. Ja. Exzellenz, haben hier zwei was mitgebracht? Zwei kleine Haselnusskugelhupfe, die liebe ich sehr. Die nasche ich fast jeden Tag. Ehrlich? Macht echt Spaß. Und ein bisschen dick? Mich? Vielleicht. Nee, also, nee. Okay, wir essen die gleich. Wir werden heute die ganze Zeit nicht nur futtern, sondern wir werden uns auch den schönen Weihnachtsmarkt und viele leckere Sachen in Michelstadt angucken. Aber was macht denn für den Botschafter, jetzt ist wieder Exzellenz gefragt, diesen Weihnachtsmarkt so besonders? Die ganze Innenstadt ist Weihnachtsmarkt. Ja? Wir sind Weihnachtsmarkt sozusagen. Und wenn da noch geschneit hat, was es leider nicht hat, ist das Disneyland für Erwachsene. Seit wann schneit es dann im Frühling? Aber muss es ja auch nicht. Es sieht trotzdem wirklich alles sehr, sehr schön aus und es macht sehr viel Spaß, hier rumzulaufen. Wir werden heute auch eine kleine kulinarische Reise unternehmen. Absolut. Gehen gleich zum Rösten. Darf ich? Ja, immer gern zugreifen. Vielen herzlichen Dank. Gibt noch was Neues. Ich freue mich auf den Rundgang und auf was Neues. Das wird schön heute. Jetzt sind wir im Café des Amis. Bernd Sievert hat wieder was Schönes dabei. Kaffeetrüffel. Kaffeetrüffel für den Kaffeeröster. Genau. Ja. Sensationell. Der Kaffeeröster ist Christoph Meyer. Der steht jetzt gerade noch da drüben an seiner Röstmaschine, weil jetzt müssen Sie da stehen bleiben, oder? Nein, ich kann auch gerne rüberkommen, ja, zu Ihnen. Das ist nett. Irgendeiner muss nämlich jetzt hier ganz vollständig arbeiten. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, weil wir sind im Endstadium der Röstung angelangt und werden jetzt nochmal Probe ziehen und dann werden wir sehen, wie der Kaffee direkt in den Kühler kommt von der Röstanlage. Und muss jetzt ganz kurz schauen. Ja, bitte. Und, wie sieht's aus? So, wir sind jetzt in dem Endstadium des Röstens. Wir sind in schöner Kaffeefarben. Die Kaffeebohnen sind schön ausgeröstet. Das heißt, wir haben einen schönen seitenmatten Glanz. Einen kleinen Moment noch und dann lassen wir es raus. Bernd, du kannst gerne starten, wenn du magst. Was ist das jetzt für eine Kaffeesorte, die da jetzt gerade geröstet wird? Espresso de Cal. Das ist ein feinwürziger, mit nussigen Nuancen behafteter Espresso. Ist das der in Michelstadt auch in die Wurst kommt? Das ist auch der hier in die Wurst kommt. Ja, das ist wohl wahr. Das mag Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen seltsam erscheinen, aber es gibt tatsächlich in Michelstadt Espresso in der Wurst. Das werden wir nachher auch noch klären, wie das dann schmeckt und aussieht. So, jetzt kommen wir ganz kurz zum Moment. Jetzt kommt der Kaffee raus, geht in den Kühler direkt rein und wird ausgekühlt. Das heißt, er wird langsam von der Rösttemperatur runtergefahren auf Zimmertemperatur. Wenn er dann eine Handtemperatur, also die Körpertemperatur erreicht hat, können wir ihn dann auch in gewisse Behältnisse reintun, wo Lebensmittel echt sind. Da muss er 2 bis 3 Tage ruhen, muss sich reifen lassen und dann wird er auch in Verkauf gebracht. Super, vielen herzlichen Dank. Gerne. Wir gehen gleich weiter über den schönen Weihnachtsmarkt von Michelstadt. Wir sind wieder in Michelstadt, natürlich. Ich bin immer noch gespannt, wie das mit dem Espresso und der Wurst funktioniert, aber das klären wir nachher vielleicht noch. Jetzt sind wir in der Kellerei, das ist so auch so einer dieser Orte, da geht einem so richtig das Herz auf. Ich liebe das hier, die alte Burganlage sozusagen. Da sind Elfenbeinschnitzer natürlich da, die Drechsler sind da. Wir haben hier wirklich unheimlich viel Kunsthandwerk in der Berufsfachschule auch, das was hier gelehrt wird. Und das kann man hier auch alles anschauen. Ein Kollege von dir arbeitet im Keller. Die Bäckererinnerung ist da. Ja. Ja, nicht schlecht. Was gibt's hier Schönes? Ich habe mal einen Kartoffelstollen mitgebracht. Der passt ja auch zu der Odenwälder Weihnachtszeit dazu. Kartoffelstollen? Kartoffelstollen. Wir haben im Odenwald die Odenwälder Kartoffelwochen und ich bin der Süße bei den Kartoffelwochen immer gewesen. Und da haben wir auch einen Kartoffelstollen erfunden. Und das ist eine ganz leckere Sache. Probieren wir mal. Mit Odenwälder Dörrobst, Odenwälder Nüssen drin und gekochten Kartoffeln. Das macht auch die Farbe und ist einfach eine ganz, ganz andere Geschichte. Wir haben auch noch einen Rosmarinstollen und einen Cranberry-Ingwer-Stollen für die ganz modernen. Aber klassisch ist natürlich auch der nach Dresdner Art. Ich bleib erstmal bei dem. Wir gehen gleich da oben hin. Das ist nämlich das Odenwald- und Spielzeugmuseum und gucken mal, ob Bernds kleine jungen Träume weiter wahr werden. Aber nichts mit Schlitten. Das ist natürlich was Tolles. Da wird der Bernd zum kleinen Buben. Ein ganz großer kleiner Bube bin ich ja eh. Und von daher war ein großer Traum von mir in der Kindheit, so eine große Eisenbahn zu haben. Wir sind jetzt im Odenwald- und Spielzeugmuseum bei den Eisenbahnfreunden Odenwald, die hier oben die Anlage gebaut haben. Diese Brücke kennt der Bernd aus der Kindheit? Oder? Ist Himbechel-Viadukt. Also da fahre ich immer vorbei, wenn ich in den Süden fahre. Ja? Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man denn sowas als Modell dann auch sieht? Also es ist ja im Grunde genommen der ganze Odenwald hier nachgestellt. Von der Felden bis zur Michelstadt runter. Also es ist echt ein absoluter Traum. Ein bisschen zusammengestaucht natürlich. Und selbst
Ein Fahrradfahrer, der geblitzt wird, ist dabei. Ja, das ist so schön. Also wer sich hier ein bisschen Zeit nimmt und über den Weihnachtsmarkt geht von Michelstadt und dann hier hochkommt, der hat natürlich viel Freude und findet den Odenwald hier auch nochmal wieder. Du trägst hier die ganze Zeit was mit dir rum? Na, wir sind hier bei den Eisenbahnfreunden, also muss ich natürlich auch Eisenbahnschienen mitbringen. Die heißen auf Französisch Chemin de Fer, ist ein klassisches Teegebäck und zur Weihnachtszeit passen die natürlich perfekt. Da haben wir natürlich eins, jetzt haben wir schon Michelstadt hier, den Bahnhof erreicht, was wir vielleicht dem Dieter Kroll dann auch geben könnten. Komm, wir kosten erstmal. Wir probieren erstmal eins. Erstmal ja, komm, eins, nehm eins, zack. Du eins, zack. Jawohl. Mm. So. Oder? Mm. Hier schmecken die, oder? Eine ganz schöne Sauerei, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Vielen Dank. So, gib mal dem Dieter eins. Das, meine Damen und Herren, ist Dieter Kroll. Ja, bitte schön. Modellbauer mit Leib und Seele und jetzt mit Schienen im Mund. Woran wird gerade gearbeitet, Dieter? Ich baue gerade bei Felten. Hier mache ich ein paar Details. Aus Naturmaterialien, zum Beispiel aus Blumen, werde ich so Pflanzen bauen. Ich sprühe die mit einem Sprühkleber ein und werde die dann begrünen, beflocken. Jetzt mal ernsthaft, bevor so ein kleines Viereck, ich sag mal, das sind jetzt so 20 mal 30 Zentimeter vielleicht, wie lange brauchen Sie dafür? Ja, 2-3 Tage braucht man schon. Das sind ja kleine Details, die man einzeln aufsetzen muss. Die einzelnen Blumen, die einzelnen Pflanzen. Also unbedingt angucken hier oben im Odenwald und Spielzeugmuseum, die Modellbahn der Modelleisenbahnfreunde Odenwald. Wir sind wieder in Michelstadt und jetzt bei Francis. Francis ist ein echter Franzose oder nachgemacht? Echter Franzose, echter Franzose. Echter Franzose, genau. Und genau vor dem Weltmeisterkaffee von Bernd Siefert. Und hier werden, habe ich gehört, die weltbesten Crêpes gemacht. Die aller weltbesten Crêpes. Und ich darf sie nicht mal selber machen, weil Francis macht sie wirklich perfekt. Französisch hauchdünn. Du hast einen bestellt? Ich hätte gerne mit Odenwaldhölle. Und was verbirgt sich dahinter? Odenwaldhölle, einmal Konfitüre mit Waldbeeren und Chili natürlich. Und ein bisschen Glühwein ist drin. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los? Ab. Ich habe vorhin mal immer schon zwei, so. Immer zweimal, nicht nur eine. Ich habe vorhin mal so ein bisschen zugeguckt, wie du den Leuten das verkaufst. Dann ist die ganze Zeit die Rede davon, dass du das mit Liebe machst. Ich mache immer mit Liebe. Ehrlich? Ja. Bernd hat auch gesagt, das Geheimnis eines guten Crêpes ist das Rezept. Also nicht nur, dass er dünn ist, sondern auch das Rezept. Was ist das Rezept? Sagen wir nicht. Ehrlich? Nein. Kürzeste Antwort ever. Das ist mein Rezept. Da habe ich schon eine Creperie in München gehabt, vor 40 Jahren. Und das ist immer noch die gleiche Rezepte. Okay, meine Damen und Herren, Sie können das ja dann gerne mal ausprobieren. Ja, das ist die normal mit Konfitüre. Muss schnell machen, weil muss die Konfitüre ein bisschen kalt bleiben. Genau, so. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Danke. Ja, so, kommt hier, kommt mit Liebe gemacht. Nein, Bernd nimmt ohne Zucker. Also Sie können das schon an diesem Wochenende ausprobieren, wie die weltbesten Crêpes schmecken. Die einen oder anderen werden sich erinnern, am Anfang hatten wir die Frage gestellt, was hat der Espresso mit der Wurst zu tun? Wir wissen nun inzwischen auch, wo der Espresso herkommt. Silke Weihrauf wird uns sagen, was hat er wirklich mit der Wurst zu tun und in welcher ist er überhaupt drin? Also, er ist in den Espresso-Zigarren. Und eigentlich erstmal nichts, aber wir haben gedacht, wie alle Köche, wir probieren das auch mal aus, Wurst mit Espresso. Wie viel ist jetzt da drin? Eine Tüte pro Wurst? Oder? Fast 2%. 2%? 2%, genau. Was sind das für Aromen, die da miteinander zusammenspielen? Naja, das Rauchige vom Rauch und diese ätherischen Öle vom Kaffee, die verstärken das extrem. Und zwar besonders, wenn es Raumtemperatur hat oder wenn es in die Suppe kommt. Super lecker. Die Metzgerin kann sowas so richtig schön erklären. Dieses hier ist? Ein Metzgerstollen, den haben wir immer zur Weihnachtszeit, zum Weihnachtsmarkt. Das ist Fleischkäse mit Zitronat, Orangat und Rosinen. Was man der Leberwurst hier vorne so nicht ansieht, ist das, was da noch drin ist. Genau, Spekulatius. Das ist die Weihnachtsedition 2015, Leberwurst mit Spekulatius. So, und das ist hier eigentlich so ein Fall für den Bernd. Bernd, würdest du das mal bitte in die Hand nehmen? Und nicht essen? Ja. Doch, gleich essen. Lass mich raten. Sag schnell vor. Blutwurstpralinen. Blutwurstpraline. Sehr schön. Blutwurst und schmeckt wie? Wie Blutwurst mit Schokolade. Und das ist tatsächlich, Blut und Schokolade sind sehr verwandt miteinander und schmeckt auch sehr, sehr lecker miteinander. Ich habe sogar eine richtige gute mitgebracht aus bolivianischem Wildkakao und die würde dann noch besser dazu passen. Das können wir im Anschluss noch probieren. Mhm. Ich würde erst mal sagen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ein schönes Fest wünsche ich Ihnen noch, weil bis dahin sehen wir uns nicht mehr. Da werden wir uns gleich drüber hermachen. Und der Botschafter von Michelstadt singt neuerdings auch Weihnachtslieder in einem Chor. Ja, macht Spaß. Ich bedanke mich für heute, Exzellenz. Ich gehe gerne. Gehst du mal bitte in deinen Chor, er wird gleich singen. Here to stay,
the winter wonderland.